So, und weiter geht's. Hänge ich wieder am Strom. Ich glaube, die Brücke muss ich wirklich in der Reverse-Welt bauen. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wir gehen zurück. Gut, hier sind die Dinge auch unten. Wir kommen nicht weiter, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Komm, lass mich mitlaufen hier. Wir sind so dämlich. So, okay. Hier kommen wir auch nicht weiter. Was gibt's denn hier sonst noch so? Ah. Okay, 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 okay. Wie geht es hier nun weiter? Ausschneiden kann ich hier nichts. Und ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt auch hier nicht gleich wieder weg. Da muss es noch einen Weg geben. Dann gehen wir einfach nochmal in die Reverse-Welt. Weil da hat der eine Scheiger ja gesagt, dass ich die Ärmel hochkrempeln soll und eine Brücke bauen kann. Oder soll. Tun müssen. Und ja. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Oder den Eimer vielleicht. Nein, auch nicht. Gehen wir einfach nochmal hier rüber. Diese drei Dinger bekomme ich ja auch nicht weg. Das geht nur in der normalen Welt. Weil ich kann ja auch nichts ausschneiden oder eine Karte einsetzen. Und ich komme hier halt nur rüber, wenn ich... Ich kann sie nur wegmachen, wenn ich in der normalen Welt das runterschlage. Und hier geht einfach gar nichts. Hm. Ah, okay. Ja, das sollte man aber auch mal wissen, also bitte. Sieh dir das an hier. Ja, ich war schon im Haus vorher, ganz am Anfang, wo wir in die Reverse-Welt kamen. Aber wie es aussieht, haben wir es hier jetzt. Auf den Blödsinn muss man auch mal drauf kommen. Also ganz ehrlich. So, speichern wir. Und dann gehen wir zurück. Ja, auf die Idee musst du auch mal kommen, du musst eine Brücke bauen und dann springst du einfach auf die Blöcke. Wo ich es mir eigentlich denken hätte können, weil wo wir in der Reversal waren und hier zum Schiff sind, war ja da ein verbrauchter Block. Und als ich jetzt in der normalen Welt dorthin gegangen bin und gesprungen bin, ist er ja aufgetaucht. Also es war eigentlich auch so ein Hinweis dafür. Wie durch ein Wunder ist eine Brücke erschienen. Ja, das Wunder nennt sich Mario. Beziehungsweise Wipeout. Ja. Machen wir hier auch noch. Alles schön.
hier noch. Was auch immer das mit den Blöcken hier bringen soll dann, aber ist... Ah, da, klar. Blöde Frage, logisch. Wenn in der Reverse-Welt wird hier sicher auch noch was sein dann. Ja genau, das Wunder der Weltgeschichte, Mario. Beim Klabautermann. Ich habe in meinem Leben schon viele Strudel gesehen, aber der ist mit Abstand der strudeligste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn irgendwie abstellen kann. Hat der Captain schon aufgegeben? Wenn wir nichts gegen den Strudel unternehmen, kommen wir nie an den Farbstern. So, was machen wir klein da. Und dann klappt's auch. Ich wollte eigentlich noch schon mal runter hier. Um zu, muss ich sowieso, weil oben komme ich ja nicht rüber. So, hier passt alles. Okay, wie ich das jetzt gemacht habe, habe ich keine Ahnung. Und ab ins Haus zurück, beziehungsweise in die Reverse-Welt. Und dann können wir uns auch den Farbstein holen. Keine Ahnung, was der Blobber macht. Und dann müssten wir schätzungsweise 100% der Farbflecken haben, hoffentlich. Weil wegen ein paar gehe ich jetzt nicht mehr rein, dann machen wir weiter. Und den Farbstein haben wir dann auch. Das ist gut. Also ich muss sagen, die Schifffahrt hierher mit den ganzen mit den 5 Aufgaben, was es waren. Oder, ja, 5 Aufgaben. Es hat schon Spaß gemacht, es war cool, aber diese Insel hier ist auch nochmal Hammer. Ich meine, das mit der Reverse-Welt müsste es nicht unbedingt sein. Das ist jetzt Geschmackssache, vor allem die Musik macht mich fertig, das ist gar nichts für mich. Dieser Strudel ist einfach super, wie der wohl... Blablabla, ja. Aber die Originalwelt mit dem Piratenzeugs da, mit der Musik, und das ist, macht schon Bock. Dank meiner Hilfe hättest du... Ich hätte nicht, ich habe. Danke nochmal dafür. Das ist eine Waschmaschine. Nee, oder? Na klar, andersrum dreht sich der Strudel immer links, rechts, je nach Schleudergang. Du hast zu viele Karten. Ich weiß, du mal die weg. Gut, dann passt das auch wieder. Wie kannst du es wagen? Ich war gerade mitten im Schleudergang. Was mich ein bisschen stört hier ist auch, dass sich viele Feinde angreifen können, ohne dass du was dagegen tun kannst. Das ist ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen lästig. Ich will mal so einen Bohrschuh ausprobieren, das ist ein Bohrsprung. Okay, da habe ich jetzt falsch gedrückt, aber hat geklappt. Ach komm, unsere Kapuzen waren da drin. 5 gute Kapuzen einfach ruiniert, dafür wirst du bezahlen. Okay, dann werde ich bezahlen. Mit Bar, Scheck, mit Visa, wie willst du es haben? Halt. Es kann es doch nicht sein, wie viel kommen es noch? Mein bester Panzer war in der Maschine. Ach komm, jetzt könnt ihr mich gern haben. Ey. Ich muss nochmal zum Toten die Kampfkammer, dass er mir zeigt, wie das mit dem Bohrschuh da richtig funktioniert. Hier geblieben. Jetzt kommt der von Dicker schon wieder. Schal, Handschuhe und Socken einfach weg. Ich habe schon total kalte Füße. Okay. Schauen wir mal, ob das reicht oder nicht.
Nein, das war falsch. Da hätte ich warten müssen. Boah, 30 Leben. Ja, der wird wirklich gemobbt jetzt hier. Den haben wir nämlich auch mit. Und wir haben keine roten Pilze mehr. Super. So, was nehmen wir noch mit? Den großen K.O.-Hammer. Ist total überpowered jetzt, was ich hier mache, aber hauptsächlich ist es der letzte und es geht schnell. Ah, so funktioniert das. Genau gleich mit dem Hammer halt. Endlich fertig. Was mit einem Scheigei begann, endete mit einer Kröte. Gut. Haben wir es ja hier. Ich habe das Ding jetzt eigentlich gar nicht erwischt, wenn du mich fragst, aber okay. Ja, ich weiß. Den aktuell leider keinen anderen zu um die Uhrzeit. Achso. Kann man nur in der richtigen Welt speichern. So. Gehen wir zurück und holen uns den Farbstern. Eigentlich sollte der Strudel doch schon weg sein. Mario, wir haben uns ganz doll gewünscht, dass der Strudel verschwindet und weg ist. Ja. Das macht mir ehrlich gesagt etwas Angst. Ich will diese Macht nicht. Schnell zum Schiff und weg hier. Sagen wir es ihm nicht, er scheint jetzt ordentlich motiviert zu sein. Das sollten wir nutzen. Jupp, zurück zum Schiff. Und dann holen wir uns den Farbstern und dann haben wir dieses Level auch geschafft. Da waren wir jetzt sehr, sehr lange dran, ganz ehrlich. Das Tod ist weg, also können wir Segel setzen und uns den Farbstern holen. Möchtest du in See stechen? Ja, mag ich. Ausgezeichnet, los geht's. Ich vermute nicht, dass Papier Blut hat, aber im Prinzip hast du ja recht, ihm rinnt halt die Farbe runter dann. Habt ihr den Farbstand, dann können wir weiter. Wir sind zu nah an der Schatzinsel. Auf geht's, Mario, ahoi. So, Level geschafft. Perfekt, haben wir geschafft. Müssen wir sowieso wegen der Peach-Nachricht hin? So 100% perfekt. Lunar Leuchtturminsel. Auch nur ein Stern. Mal schauen, wie lange es dort geht. Weil das letzte Level ging jetzt relativ lange. Beim Klavautermann. Alles dunkel, so etwas ist mir noch nie untergekommen. Aber mir macht die Dunkelheit nichts aus, ich gehe auch mal im Dunkeln in den Keller. Vorwärts. Stimmt, man kann es nie wissen.
Es ist doch etwas dunkler, als ich gedacht habe. Nein, nein, nein. Unmöglich. Bei diesen Lichtverhältnissen können wir diese Gewässer nicht befahren. Wir würden einen Schatz nicht mal bemerken, wenn wir mit ihm zusammenstoßen. Aber was jetzt? Wie konnten wir das übersehen? Ein perfekter Ort für einen Leuchtturm. Wenn er jetzt noch an wäre. Dann fahrt einfach mal hin. Gehen wir landen, sorgen mit dem Leuchtturm für Erleuchtung. Denen ist auch scheißegal, wie die Luft, wie der Wind geht. Die fahren einfach kreuz und quer durch die Gegend. Mario, wir untersuchen den Leuchtturm. Such du ruhig nach Farbsternen. Vielleicht haben wir ihn sogar schon repariert, bis du kommst. Wow. Batterie, meinst du? Ja, stimmt eigentlich. Da könntest du recht haben. Eine Glühbirne oder die Batterie. Auf geht's, Toads. Ahoi. Die Batterie haben wir hier auf dem Schiff gefunden. Zufälligerweise. Die wird der alte Captain sicher dabei gehabt haben für etwas. Mach mich nicht fertig hier. Hier ist auch wieder die tolle Musik. Mal schauen, ob es hier auch wieder so eine Reverse-Welt gibt. So. Oh, die sind gestapelt. Hier ist die Peach-Nachricht. Ja, also ohne Grund habe ich die Batterie sicher nicht bekommen. Aber ob man sie gleich einsetzen muss, ist halt die Frage. Aber ich vermute schon, da hast du sicher recht. Mario, ich erfuhr, dass Bowser selbst uns den entfärbten Toad geschickt hat, um mich in seine Fänge zu locken. Die schwarze Farbe, mit der er bedeckt ist, verleiht ihm ungeahnte Kräfte, welche er nutzt, um seine Pläne voranzutreiben. Er hat mich entführt, um seine Kräfte zu demonstrieren. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden. Mario, er plant etwas. Etwas absolut Entsetzliches. Ja klar, den Kompass habe ich auch bekommen, extra dafür. Der lag ja auch im Schiff. Zufälligerweise. Ja, wie gesagt, der alte Captain wird sich sicher was dabei gedacht haben. Es ist wirklich stockfinster, so könnt ihr unmöglich weiter segeln, oder? Hoffentlich funktioniert der Leuchtturm bald wieder, damit du die Farbsterne finden kannst. Was ist denn das? Gras. Gras. Du kommst genau richtig, Mario. Wir besprechen gerade, wer zuerst in den Leuchtturm darf. Als Captain steht das ja eigentlich mir zu, aber als Zeichen meiner Wertschätzung überlasse ich diese Ehre dir. Entweder kommen sie nicht rein oder sie trauen sich nicht. Wer hält dagegen? So. Schauen wir uns erst noch ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Nicht, dass wir was verpassen hier. Der Leuchtturm rennt uns ja eigentlich nicht weg. Vermutlich brauchen wir sowieso noch was, bevor wir zum Leuchtturm können. Na, ach komm, hab ich wieder daneben gehauen, oder was? Oh, es ist ein ganzer Stapel schon. Ja, dann müsste das hier hoffentlich reichen bei den Koopas, bei allen anderen reicht es ja auch. Ja, stimmt schon, die meisten Monster sind richtige Luschen, vor allem da ich jetzt auch schon drei große Farbsterne habe, da werde ich auch stärker. Nur es bringt gar nichts, wenn ich einfach daneben schlage. Das ist einfach, ja. Bisschen doof. Ganz ein bisschen doof. Aber stimmt. Ach komm.
Aber es stimmt schon, die Monster sind hier wesentlich schwächer als in den anderen Paper Mario Spielen. Muss man einfach sagen. Machen wir so. Nein! Beschissenes Timing, dass es zu weit oben war. Habe es nicht hergebracht. Okay, krass. So, wie machen wir es jetzt weiter? Ich hätte mir eigentlich wieder... wie heißt es? Pilze kaufen sollen müssen, tun. Aber ich habe es natürlich wieder nicht gemacht. Wieder typisch für mich. Oh, lass mich in Ruhe, du scheiß Ding. So, jetzt gehen wir mal hier rüber zu dem Toad hier. Die müssen wir nichts ausschneiden. Laut einer alten Legende soll sich hinter diesem Wasserfall ein Schatz befinden. Niemand weiß, ob an dieser Geschichte etwas dran ist. Papier sollte sich schließlich vom Wasser fernhalten. Müsste man mal probieren, irgendwie. Der Wasserfall öffnet sich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ne, eben, das Wasser ist hier eigentlich auch aus Papier, aber irgendwie ab und zu nicht, wenn man es so ansieht, beziehungsweise wenn man irgendwas reinwirft. Hier oben, es ist zu gefährlich. Nein, will aber nicht umkehren. Nein. Und hier bleiben. Gut, dann gehen wir in den Leuchtturm. Oder geht's runter? Hier sind ein Haufen Kisten. Ich glaube, wir gehen zuerst runter. Was meinst du? Ach, so eine Tür haben wir doch in, hatten wir doch in einem anderen Level auch noch, wo ich nicht hingekommen bin. Eins vor dem dritten Boss. Du bist an seinem Maxi-Pilz interessiert. Ja, gib mir mal einen Maxi-Pilz. Ja, gib mir einen zweiten Maxi-Pilz. Nein, ich brauche keinen mehr. So. Gut. Gelb hatte ich glaube noch nie. Okay. Glücksröhrenraum. Wähle eine Röhre. Gewinne Preise. Mario wechselt immer die Röhre, wenn... ja, eine seitlich verlaufende Röhre erreicht. Das müsste sich ausgehen hier, glaube ich, was ich jetzt so gesehen habe. Darüber? Nein, das habe ich vergessen. Hat nicht gesehen. Naja, besser als nichts. Muss ich jetzt unbedingt aufnehmen, damit ich weiterkomme. Okay.
zweite von links. Okay, scheiße. Ja, hab's zu spät gelesen. Schade. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe die eine Querverbindung eben nicht gesehen. Das ist mein Problem gewesen. So, hier ist nichts zum Bemalen. Die Kiste sieht ziemlich stabil aus. Selbst ein Schlag mit dem Hammer macht hier wohl nichts aus. Da musst du wohl eine andere Technik anwenden, wenn du dir die Lösung... wenn du dir die Lösung ans Reverse helfen möchtest. Hey, willkommen im Leuchtturm, Kumpel. Ich bin der Leuchtturmwärter. Ich will die Dunkelheit erleuchten, aber das Licht geht nicht an. Weil es einen Stromausfall gibt oder so. Ich weiß ja auch nicht. Ich bin kein Elektriker. Hoffentlich löscht die Dunkelheit nicht auch das Licht in meinem Herzen aus. Warum können wir nicht einmal jemanden treffen, der einfach nur ganz normal ist? Keine Sorge, Herr Leuchtturmwärter. Wir bringen das Licht schon wieder in Ordnung. Wahnsinn. Leute, das würdet ihr für mich tun? Dann werde ich euch auch helfen. Das wird euch vom Hocker hauen. Denn ich zeige euch, tada, die Reverse-Welt. Ja, was soll ich sagen? Wir wissen schon Bescheid, da ist eine seltsame Röhre, oder? Und die führt in eine andere Welt, richtig? Oh, das wusstet ihr also schon? Also ja, diese abgefahrene Röhre führt in die Reverse-Welt. Wenn ihr den Leuchtturm verlasst, erwarte ich euch am Wasserfall. Noch ein Reverse-Welt, verrückt, was man auf abgelegenen Inseln mitten im mysteriösen und fast unerforschten Ozean alles findet. Ja, meine Intuition sagt mir, dass wir uns diese Reverse-Welt einmal ansehen sollten. Vielleicht finden wir ja einen Weg, das Licht wieder einzuschalten und gelangt endlich zur Schatzinsel. Was hat die von mir eine Batterie? Weil ich glaube nicht, dass ich hier die Batterie brauche. Ich hab's gewusst, ich brauche hier eine Linse oder irgendeine Lampe. Habe ich die Batterie jetzt eigentlich noch? Ich glaube nicht mehr. Die ist jetzt weg. Jupp, die Batterie ist weg. Muss ich mir nochmal kaufen gehen. Jetzt gehen wir zuerst mal zum Leuchtturm. Der Wasserfall hat sich geteilt, ist da ein Schatz versteckt? Menno, das ist denn nur eine Wand. Hey Mario, lange nicht gesehen. Ich habe die Toads gebeten, den Weg in die Reverse-Welt freizugeben. Aber ich muss dich warnen, die Reverse-Welt ist ein gefährlicher Ort. Und danke dafür, dass du mir mit dem Leuchtturm hilfst und so. Viel Glück. Nee, kein Problem, Fabsi. Ich wollte sowas probieren. Also von daher, muss ich es mir halt nochmal kaufen gehen, nachher ist nicht schlimm.